Hallo, willkommen nach einem halben Jahr auf meinem YouTube-Channel. Ich hab euch vermisst. Ich sehe aus wie Shrek, sein Vater. Ich wollte heute eigentlich ein anderes Video drehen. Ich wollte eigentlich irgendwas anderes Cooles machen, aber dann kam meine Schwester mein Zimmer und war so, Laura, gehst du heute zur Beichte? Und ich war so, Beichte wer? Beichte wo? Beichte wie? Und sie so, ja, heute ist Beichte, also muss ich heute zur Beichte, ich muss heute zur Kirche. Falls ihr nicht wisst, was Beichte ist, googelt es. Nein, okay, ich sag's euch, Spaß. So funny. So, auf den, man geht zum Priester und man beichtet seine Sünden. Es gibt so verschiedene Sachen, die so verboten sind im katholischen Glauben, sowas wie Lügen, Ehebrechen und so. Ehebrechen habe ich natürlich gemacht. Und ja, das musst du dann sagen und dann werden dir deine Sünden vergeben. Ne? Aber so, ich habe jetzt so ganz, die Sünden haben sich bei mir ein bisschen aufgestaut, ne? Deswegen muss ich jetzt so ein paar lange, großen Zettel schreiben. Und ja, dann muss ich heute beichten gehen und ich nehme euch mit. So, tun wir so, als wäre das so ein richtig krasser Vlog, okay? Tun wir so, als wäre das so richtig heftig, so, oh mein Gott, voll cool, ich bin in die Kirche, ja? Tun wir so. Ihr freut euch. Ja! Geil, okay, let's go. Ja, okay, wir gehen noch nicht. Ich weiß nicht, warum ich gesagt habe, let's go. Wir müssen erst in einer halben Stunde los. Deswegen, ich wollte euch noch jemanden vorstellen. Ich habe nämlich jemanden kennengelernt. Hier. Komm her, komm her. Stell dich nicht so an. Ja, Nana. Das ist mein Baby. Wir sind jetzt schon seit... Wie lange sind wir schon zusammen? Sie ist ein bisschen schüchtern, deswegen redet sie nicht so viel. Auf jeden Fall. Meine Frau. Shut up. Ein bisschen ironisch, dass noch letztens so irgendwie das Gerücht rumging, dass sie eine Bibel verbrannt hat. Bitch, if you did that... Das ist mein Kirchenoutfit. Es sieht echt nicht schlecht aus. So, das sind meine guten Klamotten, ja? Das sind meine guten Klamotten. Meine Mutter wird mich gleich so killen. Sie ist so, Laura, warum hast du dich? Aber egal. Ich sehe gut aus, ja? Ich sehe fresh aus. Ich glaube, es hat noch niemand gevloggt, wie er Beichten fährt. Und zur Kirche. Ich glaube, das ist revolutionär. Ich glaube, das wird jetzt ein Trend auf YouTube. Ich dachte, wir fahren zu der Kirche an der Reeperbahn. Aber jetzt sind wir komplett andere Kirche. Ich weiß gar nicht, ich war noch nie in dieser Kirche. Was ist, Tikuch, was ist das für eine Kirche? Herz Jesu. Okay. Ich bin das erste Mal hier. Lol. Have you stolen anything? Honey, I'm gonna plead the fifth. My question is, have anybody else stolen anything at all? Did Eve steal the apple off the tree and deceive Adam to... Fertig. Ich war bei der Beichte. Verstanden. Wir haben es verstanden. Du warst bei der Beichte. Wir haben es verstanden. Also erstmal waren wir bei diesem Alm. Da habe ich ja kurz gefilmt. Aber das war dann ein Priester, den wir alle kannten. Und deswegen bin ich schnell weggegangen zum anderen Priester. Was ich halt wirklich nicht gefilmt habe, ist, dass ich halt wirklich weggelaufen bin. So, wir standen halt in der Schlange und meine Schwester war vor mir dran. Ich habe sie extra vor mir gelassen, weil ich so war, ich will wissen, welcher Priester das ist. Und dann war das der Priester, den wir alle kannten. Und ich war so, nein, 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 nein. Ich bin einfach zur anderen Seite gesprintet und bin zum anderen Priester gegangen. Weil ich so, ich könnte nicht zu dem. Boah, das wäre so peinlich einfach nur. Halt, auf denen, die dürfen das nicht weitersagen, so, die Sünden, aber trotzdem. Und dann habe ich das gebeichtet und der Priester war so, oh. Einfach so, ich kann mir vorstellen, er war so shaking my head. Auf jeden Fall fertig jetzt. Jetzt fahren wir nach Hause. Tack, schön schliebe. Wir gehen jetzt nochmal zu Penny und kaufen uns was Schönes. Mal schauen, was wir hier finden. Ne? Ich habe Bock auf eine Pomelo. Die nehmen wir mit. Und wir suchen jetzt nochmal meine Mama und meine Schwester. Da sind sie.
Dann stöber ich jetzt hier in diesen ganzen Sachen rum. Ich finde, hier sind die besten Sachen. Also das ist so, da findet man so Dinge, die niemand braucht, aber die man will. Wisst ihr? Ich brauche zum Beispiel keine Uhr. So, ich will keine Uhr in meinem Zimmer haben. Aber ich würde sie mir kaufen. Einfach nur, weil sie hier ist. 17 Euro, Digga, was? Für so eine Uhr? Ich bastel die mir selbst. Nee, 9,99. Tschüss, 9,99, was? Oder zum Beispiel eine Lesehilfe. Würde ich mir auch holen. Oh, nur 5 Euro. Und 3 Brillen für 5 Euro. Viel man could never, never. Ey, ich weiß nicht, ob sie hier Stromausfall haben oder was da los ist, aber da ist es richtig dunkel. Also da ist es so, als würde ein Sturm aufziehen. The winter is coming. Oder so, keine Ahnung, ich habe noch nie Game of Thrones geguckt. Meine Lieblingsabteilung. Yay. Ey, warum ist es hier so dunkel? Und hier ist es richtig warm. Ich glaube, ich hole mir noch einen Red Bull. Ein Red Bull und eine Cola Zero. Because why not? Für meine Mama bezahlt? Dann warum nicht? Lol, Fun Fact. Ich habe die Pomelo bei den Brillen vergessen. Ich habe die dort abgelegt. Ich wollte die mitnehmen, ich habe die vergessen. Das heißt, ich habe mir nur einen Red Bull und Cola geholt. LOL. Ich bin endlich zu Hause. Alter Schwede, das war übelst lang. Das war richtig lang. That's what she said. Es ist 3 Uhr morgens. Es hat echt lang gedauert, aber oh, ich bin jetzt so müde, ne? Ich brauche jetzt unbedingt einen Red Bull und ja, was zu essen. So, ich habe gegessen, ich habe meinen Red Bull getrunken und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Keine Ahnung. Lass wegstarren. Fuck, ich hab geblinzelt. Nochmal. Fuck! Thank you.